Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge haben wir hier aufhören müssen. Ich nehme mal nochmal eben eine Alraune mit, weil die nämlich leer sind. Und ich würde sagen, ich sammle hier auch nochmal ganz schnell im Vorbeigehen. Nee, die haben noch nicht genug. Im Vorbeigehen alles ein, was ich so einsammeln kann. Ich glaube, die Kohle, die habe ich noch. Da habe ich noch genug von. Das heißt, der Tisch da hinten ist auch noch nicht fertig. Doch, der ist schon fertig. Okay, dann habe ich die vielleicht doch gerade schon mit eingesammelt. Oder wahrscheinlich sogar. So, ja, in der letzten Folge sah es ja leider nicht so gut aus für den Freund von Deke. Nicht zu sagen, wir haben ihn tot gefunden. Und in der heutigen Folge wollte mir mit Slytherin weitermachen, mit Sebastian. Da fällt mir uns gerade ein. Wir sollten vielleicht auch mal gucken, ob wir unsere Ausrüstung noch mal verbessern können. Und wir sollten vielleicht auch mal schauen. Oh. Okay. Nehmen wir die doch. Sieht absolut grausig aus, weil man sieht überhaupt nichts damit. Aber geil von der Angriffskraft her. Auf jeden Fall. Ach nee, da haben wir auch ein paar Sachen. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall mal eben kurz nach Hogsmeade und die Sachen verkaufen. Da haben wir auch noch welche. Die haben wir wahrscheinlich dann in der letzten Folge irgendwann bekommen. Dann habe ich abgespeichert. Und jetzt sind die quasi nicht mehr als neu drin, aber trotzdem. Ach so, ich muss die noch enthüllen. Sehr schön. Dann machen wir das doch mal. Hier noch was? Nee, da nichts mehr. Okay. So, ich möchte immer dahin laufen. War das jetzt richtig oder war das falsch? Nee, das war richtig, okay. Weil da habe ich mich meinen Webstuhl reingestellt. Weil ich ja mal wieder keinen Platz habe da vorne. Nee, Moment. Webstuhl auch, aber ich meinte jetzt eigentlich diese Identifizierungsmaschine. So. Dann. Das war, glaube ich, alles hier drin, oder? Also, die können wir jetzt noch nicht machen, weil wir noch ein Level darunter sind. Da würde ich größer mit werden auf 70. Und das können wir auch anziehen. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Genau meine Farbe. ja, eigentlich ganz cool. Also wirklich genau meine Farbe. Aber ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich behalte wahrscheinlich bis zum Ende diesen hässlich schönen Slytherin-Umhang an. Slytherin, Quatsch. Hufflepuff-Umhang. So. Achso, ich muss ja gar nicht weitergehen. Dann schauen wir mal erstmal, dass wir nach Hogsmeade kommen. Das machen wir mal eben ganz schnell. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja, und das ist der kürzeste. So, dann gehen wir hier mal kurz rein. Willkommen. Hallöchen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Ja. Du darfst gerne wieder Sachen. Ach so, da brauche ich ja auch noch was für, ne? Ein Rezept für einen Zaubertrank. 1200. Ich hätte aber gerne noch dieses eine mit den Zaubertränken. Da muss ich mal gucken, wie viel das kostet. Ich meine, das war auch so 1500 oder war das sogar 3000? Beziehungsweise 3500. Das wäre dann natürlich blöd. Hallo? Kannst du das verkaufen? Verkaufen kann ich doch unendlich, oder nicht? Wollt noch? So, den kann ich noch nicht tragen, würde aber dann runtergehen. Das heißt, den schmeißen wir auch weg. Den kann ich noch nicht tragen, aber der würde was Besseres bringen. Das heißt, den behalten wir. So, 3100. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, bis bald. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Der ist hier unten, ne? Für die Tiere konnte ich nichts mehr holen und sonst ist auch nichts anderes mehr drin gewesen, was man irgendwie nutzen konnte. Gut, dann gehen wir hier mal eben schnell noch hin. Ich könnte das Ganze jetzt theoretisch auch rausschneiden, aber ich denke mir, ja, es dauert ja jetzt auch nicht so lange, vorausgesetzt, sie würde mal laufen. Reiten darf man hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne, Hippogreif ist auch nicht erlaubt. Na ja, klar.
So. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Tu ich. Die Frage ist, kann ich mir das leisten? 3000 kann ich mir leisten. Das, alles andere, das sind ja nur diese mittelgroße Tränkestation, einen großen Pflanzenkopf. Genau, das sind alles nur die. Einen hüpfenden Topf. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ja, ob es genau das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber Ihnen anderweitig helfen kann. Ja, ja. Nein, danke. Okay. So, triff dich. Achso, vor dem Gemeinschaftsraum des Slytherin. Gut. Keine Ahnung, wo der ist, aber der war irgendwo im Keller. Weil ich habe ja auch noch zwei andere Accounts. Den letzten, den wollte ich mir gemeinsam mit euch erstellen. Beziehungsweise, ja doch, doch, gemeinsam erstellen wäre schon wichtig. Ist das denn der hier? Ja, das sieht gut aus. Ja, wie gesagt, den wollte ich gemeinsam mit euch erstellen, sollte ich jemals dazu kommen, endlich mal den Stream zu machen. Wir sind da jetzt gerade nämlich noch technisch dran, ob das so funktioniert. Hier ist ein Rätsel. Hatte ich das nicht schon mal gemacht? Moment, da ist eins an. Da ist auch noch was. So, da ist ein... Da ist ein Kreis, da war ein Viereck. Hier ist nichts auf dem Boden, ne? Nö. Da ist ein Dreieck, aber mit 6 drin. Und da ist ein Strich drin. Moment, jetzt schauen wir da hinten nochmal eben nach. Da ist auch ein Strich drin. Da sind 2 drin. Sieht mir sehr kompliziert aus, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, wonach man sich richten kann. Oh, Moment. Also, da sind römische Zahlen 1 bis 4. Ich würde mal behaupten, 1 ist das Dreieck mit dem Stern drin. Das war, glaube ich, da am Ende, ne? Das. So. Ist jetzt nur eine Vermutung, aber gut, dass ich da nochmal runtergeguckt habe. Das Dreieck mit dem Kreuz quasi drin. Das ist dann gegenüber. Eigentlich wollte ich ja eine Quest machen, Leute. Es wäre schön, wenn das jetzt beim ersten Mal funktionieren würde. Ich finde das immer noch so geil auf Halloween aus. Oh. Ach nein, das war 3. Och nee. Kann man das nochmal zurücksetzen? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich funktioniert das jetzt nicht mit den Zurücksetzen, bitte. Hier, Moment. Hä? Ach so. Das ist 3? Sicher, jetzt erst. Der steht jetzt auf 2. So, der steht jetzt auf 1. Ich dachte, man muss die nach der Reihenfolge drehen. Okay, dann ist das mit dem Dreieck. Achso, nee, das hatte ich ja schon. Das ist 3. 2 ist das mit dem Kreis. Das hier. Das ist 2. Und da bist du 4. Ich sehe zwar nicht, welche Zahl drin ist. Ha. Oh. Können wir runter? Revelio. Okay. Was wartet uns hin? Sind wir jetzt hier gefangen oder was? Hallo? Okay. Das ist geil. Welcher war das? Das ist wieder so ein vom Zauberstab, so ein Griff. Ruinierte Tapete. Nicht identifizierter Gegenstand. Sonst haben wir aber alles. Das ist ja cool. Kommen wir hier trotzdem wieder...
Achso, okay, der geht hoch, wenn ich hochgehe. Ich dachte gerade schon. Oh, ich habe gerade schon Panik gehabt. Ja, warum das jetzt gerade hakt, weiß ich nicht. Aber ich bin einfach nur froh, dass das jetzt funktioniert hat. Ach, der Drache bewegt sich. Das wäre gut. Da müssen wir hoch. Ich dachte, Slytherin ist unten. Aber okay. Ach, wir sind noch nicht im richtigen Flügel quasi. Okay. Das sieht mir doch schon sehr nach Slytherin aus. Das ist auch cool. Mal gerade nochmal Rebellion. Kelpie-Statue. Die Statue stellt den Kelpie dar, der in Irland und Großbritannien beheimateten Wasserdämonen, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Gewöhnlich die eines langmähnigen Pferdes. Der große Kelpie, von dem je berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Oh, es ist einfach zu spät heute, ganz ehrlich. So. Hat er das Auge jetzt wieder zu? Ja, okay. Aber sonst ist hier nichts, ne? Nee. Okay. Ja, nochmal eine Truhe gefunden. Das ist cool. Hier links ist anscheinend auch nochmal eine, aber die können wir jetzt nicht... Können wir nichts machen. Na gut. Du bist hier. Klasse. Ne? Hab sogar ein Nickerchen gemacht. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Hm. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Hier entlang. Im Schatten des Studierzimmers. Okay. Sieht schon krass aus hier. Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist. Ach, diese Nervensäge. Ja. Sollte ich jetzt wirklich die Augen offen halten oder hat er das jetzt einfach nur so gesagt? Moment, bleib mal kurz stehen. Nee, ich wollte eigentlich nur drücken. Ist das der Gang oder ist das... Ist das da hinten? Nee. Hm? Kann man da rein? Was haben wir denn hier? Den kennen wir doch. Oh, da ist auch eine Kiste. Oh, 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 oh. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Ach Mann, jetzt kann ich das Rätsel wegen dir nicht machen, oder was? Und die taucht dann wahrscheinlich erst auf. Das ist doch scheiße gemacht. Da ist er. Viel Glück. Ja, danke, danke. Ich wollte aber eigentlich kurz das Rätsel machen. Moment. Ist das hier diese... Was machst du hier? Ich guck nach einer Motte. Hast du eine gesehen? Moment. Lumos. War das nicht das hier? Oder ist sie irgendwo hier hinter? Moment, da leuchtet es grün. Da ist sie doch. Ha. Komm mit, zurück zum Auftragsgebiet. Was machst du hier? Ich versuche, was zu machen. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe, zeitlich. Lumos. So. Habe ich es geschafft. Was ist passiert? So, wir sammeln das schnell ein und gehen wieder zurück. Oh, das ist so selten dämlich gemacht, ganz ehrlich, dass man sich hier nicht mal ein bisschen hin und her bewegen kann in dem Moment.
Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Ominous. Ich war nicht ganz ehrlich, was die Krypta angeht. Sebastian hat sie mir gezeigt. Er wollte, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünftklässlern aufzuschließen. Er dachte, dich stört das nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von, was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja, wir sprachen über die Gründe von Hogwarts, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Annes Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Das mit deiner Tante tut mir leid. Willst du nicht herausfinden, was mit ihr passiert ist? Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Hol Sebastian. Ich warte hier. Ja, so bin ich halt. Ich hoffe, ne? Ich kann die Leute gut überzeugen. Wir bereuen das nicht. Sebastian, hier drüben! Diese Feuerstellen... Von Gringo! Das Kontor. Jetzt verrätst du es? Ich habe dich angefleht und du hast nichts gesagt. Du warst nicht der, der mir gesagt hat, was ich hören musste. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous. Da hat er nicht ganz unrecht. Öffne Slytherins Tür. Ach, da hinten ist noch eine. Komm, Gringo. Sag bloß, dass das gerade damit zu tun hat. Passiert irgendwas? Nee, oder? Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Ist das geil? Ich dachte, das wäre nur so eine Nebenquest. Also so ein kleines... Dunkle, peinvolle Gänge. Die liebe ich ja. Rebellio. Ach komm schon, der war gut. Eine verschlossene Tür. Wir müssen uns umsehen. Ich muss meinen Standpunkt belegen. Wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie lehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin vielschichtiger war, als wir uns vorstellen können. Ich habe meinem Bruder geschrieben, er weiß jetzt, wie ich in den Korridoreingang gelangt bin und dass es keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich mir an, sodass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Noctua Gaunt. Ein Tagebucheintrag von Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous, deine Familie war hier. Ich weiß. Sie war meine Tante. Du wusstest es und hast nichts gesagt? Ominous. Nee, kein Ominous. Ich kann gerade nicht. Das habe ich immer mit dem Unsichtbarkeitszauber, glaube ich. Was von großen Herausforderungen. Reparo! Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Wohl eher die Stimme der Schlange. Die Stimme ist uralt. Unheimlich. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parselmund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parselmund stammt von Salazar Slytherin ab.
Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parse-Sprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Ach, ich bin eine Hufflepuff. Selbst wenn ich mit Schlangen reden könnte, was soll schon passieren? Ich überdenke das sehr viel. Nö, eigentlich überhaupt nicht. Glaube mir, das tue ich die ganze Zeit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen sollten. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Sag es einfach. Es klappt! Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Ach, du bist auch noch da, Sebastian. Ich... vergiss es. Okay. Revelio. Also keinen eindeutigen Weg. Confringo! Labyrinth. Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass Revelio. Es schnell lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Confringo! Ich untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Revelio. Geh mal einfach hindurch. Was soll schon passieren? Confringo. Nummer eins. Hier ist Konzentration gefragt. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Es wäre nur ganz gut. Wenn ich jetzt wüsste, was ich da eigentlich machen muss. Moment. Wir müssen mal mit Lumos gucken, ob wir hier irgendwas finden. Salazar Slytherin hat sein Skriptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren die Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahrin und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderungen für Herausforderungen werde ich es hierhin durchschaffen. Noctua Gaunt. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Ach, arme Tante Noctua. Also, schauen wir erstmal bei Nummer Uno. Da muss ja hier auch irgendwo... okay. Also, ein Kreis mit einem Mond und einer Schlange. Noch ein Tor. Slytherin trieb wohl gerne Spielchen. Kreis mit einem Mond und eine Schlange. Du musst gerade reden, Sebastian. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Ja, ne? Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Ist klar. Das kann man gar nicht richtig sehen. Oh, was soll denn das darstellen? Geht das nochmal so hoch? Dann kann ich das vielleicht ein bisschen... Das war wie so ein... Ich weiß nicht, wie so ein umgedrehtes Omega und ein umgefallenes E. Ich schau mal eben. Ah ja, genau dieses Zeichen suche ich. Und dann dieses E. Das klang vielversprechend. Nur? Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. So, die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir jetzt weitergehen? Also ich würde sagen, wir gehen erstmal von der 1 aus weiter. Und schauen hier mal. Das war der falsche. So, dann haben wir noch einen Brief. Ich bin an dem Rad gescheitert und es hat nach meinem Gesicht geschnappt, als wäre es eine echte Schlange. Aber um meiner Familie willen muss ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen. Noctua Gaunt. Ominous. Deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. Hm.
Jetzt haben wir hier aber keine Symbole, die wir eingeben. Müssen wir dann das Symbol von der anderen Tür eventuell holen? Lumos. Hallo, du sollst es auch anlassen. Nicht wieder ausmachen hier. Also sprich jetzt hier durchgehen und dann da das Symbol finden. Hier ist noch eine Nachricht. Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Kryptorium finden und nie geahnte Geheimnisse über unseren Hausgründer entdecken. Salazar Slytherin hatte für uns größere Pläne als das, was aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ja, mir ich habe nur auch nicht. Belohnungen gehört. Los, weiter. So, hier ist nichts mehr. Dann schauen wir mal. Ja, ja, das mache ich jetzt. Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt. Also, die Ente mit dem offenen Schnabel und irgendein Dreieck. Die Ente mit dem offenen Schnabel und ein Dreieck. Oh, lauf schneller. Die Ente mit dem offenen Schnabel und ein Dreieck. Noch eins. Nicht gerade gastfreundlich, was? Und ein Dreieck. Das war's. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Das ist toll. Wartet ihr auch auf mich? Lumos. So. Das mit den Gefahren fand ich allerdings nicht so gut. Das hatten wir ja gerade schon mal, ne? Das Thema. Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Okay, ich darf jetzt nicht wechseln. Wieso darf ich nicht wechseln? Hallo? Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Oh, dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Ich wollte aber eigentlich noch mal gucken. Crucio, ja. Das ging mir jetzt gerade echt durch Mark und Bein hier. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemarterter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Kann ich nachvollziehen? Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht. In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierhin eingeladen. Sucht er jetzt alleine nach mir, führt ihn das nur ebenfalls in den Tod. Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihn etwas zustößt. Ich wünschte, wir wären nicht im Streit auseinandergegangen. Ominous. Das wird jetzt nicht so enden, wie ich denke, oder? Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Ich hoffe, du meinst nicht das, was ich denke. Du meintest, du weißt, was zu tun ist? Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Tja. Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ominous, ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will.
Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirst, wirst du es ewig bereuen. Also ich möchte es gerne lernen, ja, aber das gefällt mir alles nicht, wonach das jetzt hier gerade aussieht. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte, du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctur Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Aber du musst ihn an mir ausführen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich will ihn auf jeden Fall lernen, ja. Und ich weiß, dass man ihn lernen kann. Die Frage ist jetzt natürlich, ich will ihn jetzt nicht umbringen, ne? Ich würde ja nicht wollen, also ich würde es ja nicht an ihm anwenden wollen, aber er will es schon, deswegen. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gesagt? Weil es ist halt logisch, ne? Er will diesen Zauber wirken. Der Bruder hat gesagt, man muss es wollen. Und ich will es halt eben nicht. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, bereit. Geht es dir gut? Alles in Ordnung? Sowas dachte ich mir schon, dass das dann so aussieht. Er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Wir haben es geschafft. Aurelio. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Wir sind hier. Unfassbar. Das Skriptorium von Salazar Slytherin. Ein geheimer und gut geschützter Ort unter Hogwarts, in dem Salazar Slytherin wohl viel Zeit damit verbracht hat, verschiedene langfristige Pläne für die Schülerschaft zu machen und über Unstimmigkeiten mit den anderen Gründern nachzudenken. Sebastian, Ominous, hier drüben ist dein Buch. Hast du was gefunden? Ja, sein Buch. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal sehen? Wo ist er denn? Sebastian, warum bist du da oben? Okay, mir scheint's wohl wieder gut zu gehen. Krieg ich ja alles nur Sachen, die schlechter sind. Oh, genau, erstmal ein Butterbier trinken hier. Sonst halte ich den Rest hier nicht mehr aus in der heutigen Folge. Moment, da liegt noch was. Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von Ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godrits Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen. Dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von hier gehen muss. Ich werde die Kreatur in ihrer Kammer im Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemandem erweckt werden kann, der meine Absichten teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von innen befreien wird. Die Hogwarts würdig sind und die nur dazu dienen würden, mein Erbe zu beflecken. Moment, war da unten jetzt gerade was? Nee, das ist einfach nur... Was liegt denn da? Soll das Spinnweben sein?
Okay, mir geht's wieder besser, Sebastian. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Hab ich schon. Atemberaubend. Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Ort. Wir sollten hier nicht bleiben. Suchen wir bitte einen Ausgang. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Ich denke, ich soll runterkommen. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Ach so, da. Okay. Gib mal weg da, Jungs. Ich mach mal eben die Tür auf. Ich sehe einen Ausgang. Die beste Neuigkeit des Tages. Und ich habe ihn schon benutzt. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Ja. Ist hier irgendwas... Das sieht aus wie eine Schlange hier drin. Das ist doch bestimmt irgendwas für Slytherins, oder? Das heißt, die können wahrscheinlich nur von der anderen Seite, wenn man da reinkommt, benutzt werden, nehme ich mal an. Ja, damit ist dann auch die Folge für heute beendet. Ich werde dann gleich mal umstellen und in der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall aufmachen und nach Tati suchen. Die hat ja auch nochmal eine Eule geschickt. Und ja, ich bin gerade noch so ein bisschen von dieser Folge. Irgendwie die letzten zwei Folgen, die waren wieder so richtig nervenaufreibend. Es ist alles irgendwie so spannend und so toll gemacht und toll erzählt und überhaupt. Oh, ich liebe dieses Spiel. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.